Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play Final Fantasy XII, die Zodiac Age. Im letzten Part haben wir uns schon mal Richtung, die Sandseen aufgemacht. Wir können sowieso unterwegs nochmal. Paar XP farmen. So, dann nochmal ein Blick auf die Karte. Wir müssen ja sowieso noch zu einem Mob, der sich Wyvern Lord schimpft. Einfach mal 978. Yep, die Uratangensa, die kommen gar nicht mehr durch. Die kommen hier nicht mehr lebend raus. Beim letzten Part haben wir es ja geschafft, den Walddrachen zu besiegen. Ich habe dafür immer etliche Anläufe gebraucht. Ich habe es auch mal privat versucht, über den verwunschenen Wald zu kommen. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nie geschafft. Was bin ich froh, dass ich es mal im Let's Play geschafft habe. Da kann ich ja mal schauen, wo mich der Weg hin verschlägt. Aber es sieht eher aus, als ob der mich auch in diese Grotten verschlägt. Aber gucken kostet ja nichts. Yep. Ja, das sind auch wieder die Grotten, dann haben wir den Weg auch offen. Je mehr Wege wir haben, desto besser. Das war... es war ein Funk. Okay. I'm out of here. Da wissen wir, alles klar, das sind die Grotten.
Dann sag ich mal, I'm out of here. So, dann gehen wir jetzt nicht hier lang. Ich muss nämlich hin und wieder mal auf die Karte gucken, weil das ist also nur ein Territorium, wo ich mich nicht auskenne. Und ja, Larsa kann kämpfen. Dann können wir nämlich gleich mal schauen, was mich denn... Ob das auch wieder diese... Wie heißt das? Diese Grotten sind? Und gehen wir jetzt nämlich hier lang. Wir erforschen jetzt nochmal das Territorium, während wir noch nach dem Wyvernlord Ausschau halten. Ja, es sind wieder diese Zeltrian-Grotten. Aber lass da bitte nicht nochmal sowas wie diese Käfer drin sein. Please don't. So. Ja, der Weg bringt mich jetzt zum Namjensa-Sandsee. Schaut zumindest schon mal gut aus. Oder bringt der Weg mich jetzt ganz woanders hin? Lass das. Ja, das sind die. Ja, das ist die Namjensa-Sandsee. Aber leider nicht da, wo ich hin wollte. Also müssen wir wieder zurück durch die Grotte. Aber nicht in die Ugejensa-Sandsee,
Heißt, wir müssen jetzt rechts lang. Und der Felsen macht hier nämlich den Treibsand dicht und wir haben, haben einen Weg. Perfekt. So, und jetzt raus hier. Jetzt sind wir an der Namjenser Sandsee. Wo ich eigentlich hin wollte. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir Richtung... Weil diese Grotten sind nämlich zu verschiedenen Orten in Ivalice eine Verbindung. Tja, Armbrust sei Dank. Müssen wir nur schauen, wo dieser... Ah, da oben, wo ich noch nicht geguckt habe. Da oben ist nämlich noch was Unentdecktes. Und da müsste der Drache sich nämlich jetzt rumchillen. Sag ich mal so, für den Drachen hat sich dann auch da oben ausgechillt. Ein High Potion und ein Balance. Gut. Würde ich auch als Ratanienser so gut es geht verteidigen. Und ich, nach dem Part werde ich dann nochmal was im Bücher machen. Ich sag's mal so. Nicht wundern, wenn ich öfters mal die Karte anhab. Weil die Gebiete sind nicht gerade klein. Und solange wir Larsa haben, sollten wir uns auch dessen Dienste gut nutzen. Dass wir dann schon mal auf dem Weg Gen feines Land, will gar keinen Stress haben. Ach, das sind noch mal ein paar Badus. Ja, die fand ich ja auch, wie die fliegen. Nämlich irgendwo hier oben in der Nähe muss was namens Mob rumgeistern. Da müssen wir an dem Badus vorbei. Und dem mal eine gehörige Portion Wumms verteilen. Yeah.
Wobei es ja hier genug zum Bums gibt. Ach süß. Ja, die Gegner fallen wie die Fliegen. So, und jetzt kann sich der Herr dann einmal erbarmen, runterzukommen, dass ich meine drüber ziehen kann. Ja, der ging schnell. Sieg über den Wyvern-Lord. Der hat was gesehen. Ein Duplé und ein paar Gel. Nehme ich alles mit. Dann können wir gleich vor der Rückkehr noch ein bisschen LP verteilen. Da wollte ich lang. Da müssen wir jetzt nur noch zur Grabstätte Wraith Wars. Da könnte ich eigentlich noch eine zweite Wand klatschen, aber habe ich keine Lust drauf. So. Das kann ich ja ausmachen. Weil hier sind die Gegner gar kein Problem. In den Grotten kommt es drauf an, wo du ranlatscht. Nee, der Händler steht hier nicht rum. Aber wir können noch mal Lizenzen verteilen. So, hier rechts hat Waren soweit alles durch, außer die spezielle Eröffnungsmöglichkeiten, die leider nicht bestehen. Aber erst wenn ich das alles habe, kann ich sein Brett verwendet erklären. Von der Schleife ist er so weit weg wie, Pornodarsteller von der Jungfräulichkeit. Ja, konnte Barf hier auch nochmal zulegen. Fran aber auch. So, dann ist Frank hier schon mal komplett fertig. Und ich gebe ihr noch eine Armbrustlizenz. Sonst komme ich nicht weiter. So, Bar, schon mal ich mit dir weiter. Du bist ja eine komplette Großbaustelle. Weil der ist nämlich hier eine komplette Großbaustelle. Ist egal, wo ich bei ihm anfange. Für Genji hat er auch noch weiten Weg. Ich nehme erstmal den Weg bei Ash. Tauschen Stacheln.
Blinde Wut. Nee, Blinde Wut ist sehr schlechter Ratgeber. So, hier nicht mehr viel. Dann kann ich hier Gambit aktivieren. Ach, Panello ist ja eh fast fertig mit der E. Oben erstmal fertig machen. So, sie hat Schleife-Lizenz. Perfekt. Der Bahn hat nichts mehr mit 35, außer neues Lizenzbrett. Aber da müssen wir noch eine Weile warten. Erst einmal ab nach Rabanaster. Wir gehen uns mal die Belohnung einsammeln. Ich hoffe, wir können Blitzelementar schlagen, weil dann kann ich sagen, this is my territory now. Aber du konntest den Wyvern dort also besiegen. Ich denke, es ist nicht übertrieben, dich als Retter dieser prächtigen Stadt zu bezeichnen. Indem ich dir den Auftrag erteilte, kam mir allerdings Bedenken, ob meine Sorge berechtigt war. Nun ja, du hast ihn besiegt, das zählt. Nimm dies entgegen, zeig meines Dankes. Wallumschild, nice. Ausrüsten. Nö. Da hat der mir nur Müll angedreht. Natürlich nehme ich die. Oh, Prophetenwissen bekommen. Nice. Die Vega verkaufen. Oh, ich habe ja schon einen Endpunkt. Tja. Erstmal wird hier alles verhökert. Weil was weg ist, ist weg, bringt Geld. Ich glaube nicht, dass der jetzt noch gute Waffen hat. Und danke nochmal für den High Potion Sack. Ich hab's doch gesagt. Der hat keine guten Waffen mehr. Seine Zeit ist unser Mann. Ist abgelaufen. Seine Zeit ist rum. Wir werden nämlich über Giza-Ebene Ostwüste Nalbena marschieren, um noch so viel EP mitzunehmen, wie wir können. Und natürlich alles LP. EP, LP. Level up, Bretter fertig. Boah, 2000? Ich würde mal behaupten, tut gut weh. Vor allem bei so Bossen, die... Ich glaube, so ein Killerfisch, der ist mal... Instant down. Noch einen Schattenstoß hinterher. Das sollte reichen. Dann kann ich jetzt sagen, ich bin hier der Herr in der Giza-Ebene, auch bei Regen. Beziehungsweise. Ja. Das war ja doch das Ziel an der Sache.
hat sich aber als gewaltiger Int herausgestellt. Nö, ich bin weg. Jetzt lernen wir daraus, wir lassen erstmal Elementare in Ruhe. Bewegen uns aber ganz schnell Richtung Nalbena, weil da können wir uns dann hochporten. Alles klar, weil ich hier jetzt lang und dann bin ich schon wieder in der Nalbena-Festung. Ich verlaufe mich hier ständig. Gut, dass ich mit dem linken Stick, wollte einfach nur meinen linken Trigger eindrücken. Den Stick, nicht Trigger. Mit meinem linken Stick eindrücken. Und dann stelle ich fest, wo ich bin. Jetzt sind wir nämlich in Nalbena. Wo auch die berühmt-berüchtigte Festung steht. Der wir ziemlich zu Beginn ausgebrochen sind. Erstmal hier, weil da ist nämlich auch ein Boss, an dem ich ewig mich vorbeikam. So nutze ich nochmal die Gelegenheit, sofern sich ein bisschen was gesammelt hat. Falls sich ein bisschen was gesammelt hat. Dies auch zu nutzen, nochmal zu. So, pfadheilender Klänge. Wenn ich hier rein, gibt es gleich wieder einen Bossfight. Den Bomber ziehe ich einfach mit rüber. Coolste Technik überhaupt. Schauen wir mal, wie viel Bums wir mit dem rausholen. Mit dem Trio. Hoffentlich wieder eine Lumineszenz. Das würde mir nämlich sehr in die Karten spielen. War nämlich erst eine. Es sind drei Pack haben wir voll. Mal schauen, wie viel wir dem Boss noch abziehen. Eine Faustpresche nach der anderen.
Fallrückzieher, Flutwellen. Fallrückzieher. Soll natürlich wehtun. Ah, abgelaufen. Im Notfall müssen es Vaan, Panello und Ash mit ihren Ults regeln. Ja, zumindest normale Bomber kriege ich weg. Und wird erstmal. Gut. Dann lassen wir es jetzt gegen ihn richtig krachen. Hat er einfach den Sonnenwind regeneriert? Hat der einfach den Sonnenwind regeneriert, der Sack? Heiligenlichter, Todesfraktur und Mana-Fusion. Knallt doch rein, will ich mal sagen. Muss nur schauen, dass ich es weiter reinknallen lasse. Nice. 4 Dreier. In a row. Und das komplette Bild bricht. Nice, zumindest ein Set mal komplett. Boah, Vaan hat sein komplettes Set rausgeböllert. Würde ich mal behaupten. Das wird der nicht unbeschadet überstehen. Da bin ich mir sicher. Ja. Weil vor allem der Seelenmarter von Panello. Der hat wehgetan. So, Blitzentladung. Die kriegt er aber volle Karacho ab. Thank you.
Ah, das wird nix. Tja. Okay. Dann darf ich da wohl noch ein bisschen grinden. Dann werde ich den Part nämlich hier an der Stelle beenden. Ich werde nochmal gewaltig grinden und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao, ciao.